Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Willkommen bei Kölner Live. Wir starten heute mit der ehemaligen Bildungsministerin und SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmidt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Hammerschmidt, Sie haben heute eine Pressekonferenz gegeben zum Schulstart, der ja, muss man sagen, eigentlich kurz bevorsteht. Im September geht es los. Es gibt bis jetzt noch immer keinen Plan, zumindest offiziell nicht, wie diese Schulöffnungen laufen sollen. Wie soll es denn Ihrer Meinung nach über die Bühne gehen? Wie sollen die Schulen im September aufsperren? Ja, genau deshalb sind wir heute vorgeprescht, weil wir dem Unterrichtsministerium auch helfen wollen, ein Stück weit darüber nachzudenken, welche Maßnahmen Sinn machen. Und wir haben uns sehr wohl einiges dazu überlegt, was einen qualifizierten, gesicherten, guten Schulstart ermöglicht. Wir wissen aus der Wissenschaft, aus den vergangenen Monaten, aus den Studien heraus, dass Kinder ja nicht diejenigen sind, die Infektion sehr häufig übertragen. Sie sind keine Superspreader. Sie bekommen die Infektion viel, viel weniger häufig und mit ganz wenigen Krankheitssymptomen. Das heißt, wenn wir einen qualifizierten Schulstart haben wollen, und das ist das große Ziel, keine Schule soll geschlossen werden, dann müssen wir auf Basis mehrerer Säulen arbeiten. Zum einen auf Präventionsmaßnahmen, auf der anderen Seite braucht es eine klare Teststrategie im Verdachtfall. Und wir brauchen einen Plan, wie wir mit Schnupfen- und Grippesymptomen auch umgehen, denn die werden im Herbst wieder an der Tagesordnung stehen. Und zu diesen drei Punkten haben wir heute einen Maßnahmenplan vorgegeben, der auf der Präventionsseite heißt ganz klar, auch hier Reiserückkehrer freiwillig, gratis testen. Wir sehen ja bei viele Positive, sie kommen von diversen Urlaubsländern zurück. Das heißt, hier ein Angebot zu schaffen, um sie zu testen, ist ganz, ganz wichtig. Aber auch Hygienemaßnahmen, wie wir sie eh schon kennen, aus Mai, Juni heraus, Abstand halten, Desinfektion, die Klassenverbände nicht mischen, möglichst viel Unterricht im Freien, lüften, solche Maßnahmen braucht es natürlich wieder. Und ich betone in diesem Kontext auch, wir brauchen einen Plan, dass Menschen mit Behinderungen auch wieder in die Schule gehen können. Weil wir haben diese Kinder im Mai, Juni verloren. Auf die wurde überhaupt keine Rücksicht genommen. Die zweite Säule baut auf einer sehr klaren Teststrategie. Und wenn wir darüber nachdenken, wie kann die aussehen, und wir wissen, dass die Kinder nicht die Infektionsträger sind, dann müssen wir auf die Erwachsenen abstellen. Und das sind in dem Fall die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen, aber auch an den Kindergärten. Die müssen wir in das Screening-Programm aufnehmen, sprich gleichstellen dem Gesundheitspersonal und dem Pflegepersonal und sie wirklich routinemäßig, regelmäßig durchtesten. Und was ich aber auch fordere im Zusammenhang mit dem regelmäßig Testen ist 24 Stunden. Länger darf ein Testergebnis nicht dauern. Wir brauchen Sicherheit und wir brauchen Klarheit. Und wir müssen allen Beteiligten die Ängste und die Sorgen auch nehmen. Da brauche ich in 24 Stunden ein Ergebnis. Und die dritte Säule baut auf diesen Schnupfen, auf der Schnupfenthematik. Da trifft es ganz klar die Kinder. Und da stellen sich natürlich sehr viele Fragen bei den Eltern. Kann ich ein Kind, das schnupft, das niest, in die Schule schicken? Ja oder nein? Als Pädagoge, was tue ich mit dem Kind in der Schule? Schicke ich es heim? Schicke ich es zum Arzt? Wie gehe ich damit um? Und wenn ich es heimschicke, was tun dann die Eltern, die keinen Urlaub mehr haben? Auch hier auf die Betreuungssituation abzustellen, ist ganz, ganz wichtig. Und was wir gesagt haben, wir wollen jedes Kind ausgestattet mit einem Gurgellösungstest-Kit. Der hat sich bewährt, da gibt es eine ganz große Studie darüber, der funktioniert bei kleinen Kindern wirklich gut auch schon, den soll man den Kindern mit nach Hause geben. Und wenn die Eltern dann sehen, das Kind rotzt in der Früh, dann können sie diesen Gurgellösungstest mit dem Kind sehr schnell machen. Und was es begleitet dazu braucht, ist ein mobiles Team, eine Fast Lane, eine bevorzugte Behandlung dieser Kinder und dieser Verdachtsfälle, dass wirklich ein mobiles Team dafür Sorge trägt, dass binnen 24 Stunden das Testergebnis da ist, dass aber auch die Schulen Beratung bekommen im Umgang mit Verdachtsfällen. Und dann kann ich natürlich, dann habe ich schnell Sicherheit und kann schnell auch planen. Und das rechnet sich jedenfalls, denn wir wissen alle, was es heißt, großflächig Schulen zuzusperren. Das heißt, Sie fordern vor allem diese Testoffensive, dass jedes Kind in Österreich, ab dem Kindergarten schon, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so einen Gurgeltestkit bekommt. Ja. Und sollte es dann einen Verdachtsfall geben,
dann gleich diesen Google-Test macht und der soll dann innerhalb von 24 Stunden ausgewertet werden. Haben Sie schon berechnet, was das kosten würde? Weil das ist natürlich, das betrifft ja hunderttausende Kinder. Ja. In Summe sind es 1,2 Millionen Schulkinder, jetzt nur die Schulkinder genommen. Diese Testkits-Bereitstellung der Gurbellösung, das ist ja nur Salzwasserlösung, das ist recht simpel eigentlich und eine sehr stabile Lösung, würde 4 Millionen Euro kosten. Also in Summe für alle Schulkinder pro Test. Es kostet 91 Millionen Euro, wenn man Lehrerinnen und Lehrer, Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen regelmäßig von September bis Jänner testet. Und was wichtig ist, dass wir eine wissenschaftliche Begleitung dazu haben. Denn wir sehen, ich bin mir sicher, nach den ersten beiden Monaten schon, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen. Und man kann natürlich die Teststrategie nach den ersten beiden Monaten mit der wissenschaftlichen Begleitung dann anpassen. Ja. Aber das sind die Berechnungen. Ich denke, diese Kosten rechnen sich allemal. Wir haben heute von der Agenda Austria eine Studie bekommen, die davon spricht, eine Woche Schulschließung kostet 900 Millionen Euro Wertschöpfungsverlust. Über 7 Milliarden. Genau, da braucht man, glaube ich, nicht darüber nachdenken. Ja. Noch kurz abschließend zu den Tests. Jetzt wird ja viel über diese Google-Tests gesprochen aus dem Gesundheitsministerium. Hieß es zuletzt, ja, man kennt das, die Google-Tests, man überlegt das auch, aber der Standard sind nach wie vor diese Rachenabstriche. Mhm. Sie sagen, für Kinder soll es aber wirklich diese Google-Tests geben. Schauen Sie, für kleine Kinder sind diese Rachenabstriche echt unangenehm und schmerzhaft. Das ist echt nicht fein für ein kleines Kind und den kleinen Kindern echt nicht zumutbar. Die Medizinische Universität hat gemeinsam mit den Instituten am Vienna Campus Vienna Biocenter diese Google-Test-Lösung entwickelt. Und Sie sehen, Sie haben eine große Studie gemacht über 7000 Probanden und Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer und haben es verglichen. Und da sehen wir, dass die Qualität dieser Tests wirklich, wirklich gut ist. Und 100% habe ich auch bei den Rachenabstrichen nicht, weil es sehr davon abhängt, wie jener, der die Abstriche macht, diese Abstriche auch tätigt. Mhm. So gesehen, 100% habe ich da und dort nicht. Aber es ist qualitativ gut vergleichbar. Das heißt, die Tests sollen logischerweise auch gratis sein für Kinder und für Pädagogen. Ja. Was soll denn dann passieren, wenn es wirklich einen Corona-Fall gibt in einer Klasse oder einer Kindergartengruppe, Ihrer Meinung nach? Wie wäre dann die weitere Vorgehensweise? Weil das ist ja auch, muss man sagen, ein Thema, das derzeit sehr viele Eltern beunruhigt. Genau. Was ist, wenn in einer Klasse von 25 Kindern, beispielsweise in einer Kindergartengruppe, dann ein vereinzelter am Anfang mal Corona-Fall auftritt? Wird dann die ganze Klasse geschlossen, wird die ganze Schule geschlossen? Wie soll da vorgegangen werden? Ja, wir hatten solche Verdachtsfälle im Mai, Juni öfter. Und wir haben fast immer gesehen, dass sie unbegründete Verdachtsfälle waren. Aber da kommt dann diese Google-Test-Kit-Situation ins Spiel. Sofort testen, diese eine Verdachtsperson sofort testen, binnen 24 Stunden muss das Ergebnis da sein. Diese Person muss dann natürlich auch zu Hause bleiben, das ist klar. Aber der Rest der Klasse ist in der Schule und wird unterrichtet. Aber Sie würden nicht sofort die ganze Klasse in Quarantäne? Nein, das würde ich nicht, sondern weil wir eben gesehen haben, dass es meist ist dieser Verdachtsfall unbegründet. Ich würde die Kinder in der Klasse lassen. Wenn er allerdings dann positiv ist, muss man sofort die Klasse und auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die in dieser Klasse unterrichtet haben, sofort testen, auch hier wieder 24 Stunden. Aber nach 2 Tagen weiß ich, was Sache ist, und zwar komplett. Aber immer auf die Klasse bezogen. Immer auf die Klasse bezogen. Und ab wann käme es dann Ihrer Meinung nach zu Schulschließungen? Weil das ist ja auch so ein offener Punkt derzeit, wo sich irgendwie niemand auskennt. Wann würden dann Schulen geschlossen werden? Ich glaube, das darf nur dann sein, wenn sich über Klassenverbände hinaus ein Infektionsgeschehen entwickelt, wo man nicht genau eingrenzen kann, wo kommt es jetzt her. Also wenn es wirklich einen Cluster gibt. Wenn es wirklich einen Cluster gibt, dann ist es klar, da muss man reagieren, das ist überhaupt keine Frage. Aber solange das Einzelfälle sind, und das sind genau die Fälle, die wir bis dato kennen, das sind Einzelfälle, dann muss das die erste Handlung sein, sofort testen, 24 Stunden, dieses Kind oder diesen Pädagogen in Quarantäne und erst wenn der Test positiv ist, alle anderen testen. Sonst Klasse bleibt bestehen, Klasse wird unterrichtet. Das heißt aber, wenn ich das sozusagen richtig verstehe, von der Idee, dass die Corona-Ampel auch für die Schulen im Endeffekt genützt werden soll, diese Farben, von der halten Sie wenig, weil Sie sagen, nach Bezirken das zu entscheiden, macht eigentlich keinen Sinn. Exakt. Dann sind wir in einer Situation wie bei dem Freikirchencluster in Oberösterreich. Hier wäre wahrscheinlich die Ampel von grün auf gelb, orange gewechselt. Ich weiß es nicht. Wir kennen die Kriterien ja noch nicht, die hinterlegt werden. Aber die Ampelfarbe hätte sich wahrscheinlich geändert. Und wir haben gesehen, was passiert ist. Die Schulen waren alle zu, aber die Schulen waren es nicht. Das waren die Freikirchenmitglieder. Und
die Schülerinnen und Schüler waren zu Hause. Das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten. Die Kinder haben ein Recht auf Bildung und das muss man ihnen auch gewähren. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass der Bildungsminister bisher sich eigentlich, zumindest öffentlich, kaum zu diesem Plan, den es für Herbst gibt, geäußert hat? Es gibt zwar, sage ich einmal, aus seinem Umfeld immer wieder gewisse Andeutungen, wie es laufen soll, aber er selber will erst am Montag vor die Presse treten. Verunsichert das nicht noch viel mehr? Genau das ist das Problem, dass wir eben aus dem Ministerium so gar nichts wirklich hören. Wir sind kurz vor Schulbeginn, die Eltern, die Pädagogen, die Direktorinnen und Direktoren müssen ja den Schulbetrieb organisieren. Und es kann nicht sein, dass sie wieder mal aus einer Pressekonferenz erfahren, was zu tun ist und dann 5 Erlässe kommen, die immer wieder überarbeitet werden, damit sie wissen, was Sache ist. Das geht so nicht. Man muss ihnen Zeit geben, diese Standards zu erarbeiten, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass ein guter, gesicherter Schulbeginn möglich ist. Das ist hoch an der Zeit, das endlich zu tun. Mir ist das alles schon viel zu spät und dauert viel zu lange. Jetzt wurde ja auch viel über die Maskenpflicht in den Schulen diskutiert. Mhm. Die Lehrergewerkschaft hatte eine Maskenpflicht überhaupt in der ganzen Schule, also auch in den Klassen, gefordert. Der Bildungsminister hat dann gesagt, nein, er will das nur auf den Gängen, so wie es eben auch vor dem Sommer war. Was halten Sie denn dafür sinnvoll? Ja, aus den Studien heraus, und ich wiederhole mich jetzt, die Kleinen bis 10-Jährigen sind nicht die Infektionsträger, bekommen Corona auch nur sehr, sehr selten. Das heißt, sie zu konfrontieren mit permanenten Maskentragen halte ich wirklich für überzogen und ist für die kleinen Kinder ja auch nicht gut. Das hat ja auch eine psychologische Auswirkung auf Interaktion, auf Kontakt und so weiter. Sollte es wirklich Infektionsgeschehen an der Schule geben, dann muss man schon hinschauen. Und da muss man auch überlegen, ob Maskentragen am Gang, im Pausenhof oder beim Ankommen an der Schule eine Option ist. Mhm. Denn wir wissen schon aus den Studien, dass Masken schon präventiv wirken. Also es ist ja das nicht heißt, so, dass sie keine Wirkung hätten. Prinzipiell am Schulweg, in den Gängen ja zur Maskenpflicht, aber nicht... Wir haben in den Öffis die Maskenpflicht, also so gesehen, da gilt sie ohnehin. Bei keinem Infektionsgeschehen an der Schule würde ich sie wegnehmen, aber sobald Infektionsgeschehen auftritt und größer wird, dann kann man über Maskenpflicht auf den Gängen in den Pausenhöfen nachdenken. Mhm. Ja. Wie sieht es mit Lehrern aus? Sollen die Masken tragen, Ihrer Meinung nach? Auch hier bin ich, da bin ich beim engmaschigen Testen. Ja. Ich glaube, das ist eine sicherere Maßnahme, hier wirklich regelmäßig und immer wieder die Pädagoginnen und Pädagogen zu testen und sie nicht mit permanenten Maskentragen zu konfrontieren. Das ist echt anstrengend. Wir wissen das alle. Mhm. Wir vor allem in Interaktion und beim Sprechen hier klar verständlich zu sprechen und so weiter. Es ist wirklich schwierig und würde ich nur in wirklichen Ausnahmefällen unterstützen wollen. In Deutschland gibt es auch gerade eine große Diskussion, ob Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, wieder in den Unterricht, also sprich in die Schule zurück sollen oder ob die zu Hause bleiben dürfen. Wie soll man denn in Österreich mit solchen Lehrkräften und Pädagogen verfahren, Ihrer Meinung nach? Ja, ich glaube, wir haben hier eine Regelung, die recht vernünftig war, im Mai und im Juni auch gegriffen hat. Ganz klar, wenn Lehrer in der Risikogruppe sind, im Sinne von schwere Vorerkrankungen, dann wird man sich schwer tun, sie in die Schule zu schicken. Ja? Mhm. Aber hier braucht es andere. Das heißt, Lehrer mit schweren Vorerkrankungen kann ich jetzt nicht in die Schule gehen. Die sollen auch zu Hause bleiben weiterhin. Für die muss man andere Lösungen finden. Die können ja durchaus unterstützend tätig sein. Was könnten die tun, Ihrer Meinung nach? Ja, das ist was man ja schon mitnehmen soll aus der Corona-Zeit ist, dass digitaler Unterricht durchaus auch, wenn die Endgeräte da sind, ja, und die Pädagoginnen und Pädagogen dafür qualifiziert sind und damit umgehen können, durchaus eine Bereicherung darstellen können. Und hier kann man natürlich im Kontext auch Vorbereitung von Stoff, von Lernmaterialien, von Unterricht digital einiges machen, aber auch im Hausübungsbereich geht natürlich einiges. Oder Lernbegleitung, Coaching und Nachhilfe unter Anführungszeichen. Da kann man sich schon was überlegen, sodass diese Pädagoginnen und Pädagogen auch unterstützen können. Abschließende Frage noch zu den Universitäten kommen. Wir haben morgen in vielen Städten Österreichs den Aufnahmetest für die Medizin-Unis, wo teilweise tausende Studenten eine Prüfung machen müssen. Ist das in Zeiten von Corona sinnvoll, solche Tests abzuhalten? Ja, das ist, ich glaube, keine triviale Angelegenheit, aber wir haben es hier mit Medizinuniversitäten zu tun. Und wer, wenn nicht Sie, können hier Bedingungen schaffen, die sicher sind. Also ich gehe davon aus, dass die Medizinuniversitäten hier sehr, sehr klar überlegt haben, wie sie das sehr sicher
das Aufnahmeverfahren durchführen können. Und die, was ich so gesehen habe, sind die Plätze sehr viel größer geworden, die Abstände sehr viel größer geworden. Also hier wurden sehr viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass das gut funktionieren kann. Frau Hammerschmidt, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück. Dann geht es gleich weiter bei uns. Und zwar ist gleich bei uns zu Gast der Event-Guru, muss man eigentlich sagen, Hannes Jagerhofer. Er hätte ja eigentlich das große Beachvolleyball-Turnier auf der Wiener Donauinsel jetzt in diesen Tagen organisieren sollen. Aufgrund von Corona ist alles etwas anders. Darüber werden wir gleich mit ihm sprechen. Wie können Events, wie können Sportveranstaltungen in Corona-Zeiten seiner Meinung nach ablaufen? Aber natürlich auch Hannes Jagerhofer als Unternehmer. Wie sieht er denn die Hilfsmaßnahmen, die von der Regierung kommen? Reichen sie? Wie ist er mit seinem Unternehmen durch die Corona-Krise gekommen? Wird ein spannendes Interview. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück.